Hallo, liebe Imkerkollegen. Ja, 10 Grad haben wir heute. Der Raps blüht. Das soll in den nächsten Tagen auch noch Regen geben. Ich hatte hier die Futterwaben weggenommen. Und ich meine, eine Futterwabe hatte ich drin gelassen. Ob das jetzt ausreicht, weiß ich nicht. Und das will ich jetzt kontrollieren. Denn ich hatte das ja vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal. Da hatte ich Futterwaben weggenommen. Das waren zu viele. Und da ist mir das Volk verhungert. Das beste Volk am Stand, was ich hatte. So, damit mir das nicht wieder vorkommt, zeige ich das schnell mal ab jetzt. Einmal Futterkontrolle. Drohnenrahmen. Mehr wird nicht gemacht. Wenn der Drohnenrahmen in Ordnung ist, dann sieht man ja schon, ob das Volk in Schwarmstimmung ist oder wenn die Harmonie nicht mehr da ist im Volk, dann wäre das der Drohnenrahmen ganz schlecht ausgebaut. Ja, die Mini-Plus-Völker, die ich hinten am Stand habe, den habe ich jeden noch ungefähr ja, einen halben bis einen Liter Futtersierung gegeben, Apienverb, damit mir die in den Sommer kommen. Ableger, ja, ich höre das schon immer viel, machen schon immer Ableger um diese Zeit. Ich muss da rechnen, ich habe ja die Frühtracht. Die Bienen, die jetzt schlüpfen, holen in 3 Wochen ja noch was aus der Rapstracht. Kann ich mir das erlauben oder kann ich mir das nicht erlauben? Nein, ich erwarte noch. Ich lasse die noch schlüpfen und den Rest dann von der Rapstracht mitnehmen. Was danach nachher passiert? Eine Woche später oder sowas, die schaffen das nicht mehr in den Raps. Da kann ich dann Ableger machen. So. Honigraum. Kontrolle. Wenn die schon was eingetragen haben, brauche ich gar nicht weiter gucken. Dann ist noch genug Futter da, beziehungsweise schon wieder Futter da, von dem sie zehren können. Ja, ist schon was eingetragen. Okay, Futter ist da. Ja, die Bienen, die fliegen auch bei 10 Grad noch in den Raps, wenn die Tracht da ist. Hier brauche ich gar nicht weiter gucken. Da ist was im Honigraum. Dann braucht er keine Futterwabe dazu. In Schwarmstimmung sind die Völker nicht um diese Zeit, das weiß ich. Ich kenne meine Bienen, Karnika, schöne Biene, die ich habe von meinem Züchter. So. Ich denke mal, dann sieht das bei diesem Volk genauso aus.
Hier glänzt das auch. Und obwohl das jetzt 10 Grad sind heute, fliegen die und holen was. Ja, Wind ist heute. Morgen soll es noch kälter werden. Regen dazu. 10 Grad. Wie sieht es hier aus? Hier ist sogar schon mehr eingetragen als bei den anderen. Bei dem Volk, da weiß ich, dass sie noch ausreichend Futter, habe ich die Folie vergessen, dass da noch ausreichend Futter vorhanden ist. Da habe ich noch keine Brutwaben entnommen. Und zwar aus dem Grunde, weil das Volk dort gebaut hat, wo es nicht bauen sollte, und zwar hinter dem Schulschied. Und dann nicht mit den Waben mit, sondern an der Vorderseite, was ja nun nicht der Fall sein soll. Ich muss das noch mal sehen, wie ich das in den Griff kriege, ob die schon nach hinten durchgebrütet haben. So. Aber Futter hatten die bei mir jede Menge. Da musste ich so viel Futterwaben wegnehmen. So, ich mache mal einen Schwenk über meinen Rasen. Was ich da. Bäume über Bäume gepflanzt. Ich mähe den Rasen nicht. Ganz im Gegenteil. Hier sind viele Insekten drin, Kleintiere. Jetzt will ich hier mal gucken, wie das hier bei diesen Völkern aussieht. Ein Volk habe ich auf Deutsch normal. Eins sage ich, denn zwei sage ich, mache ich keine Völker mehr. Denn das geht auf den Rücken bei mir. Hier muss ich mich hinsetzen. Hier daneben habe ich noch einen Ableger in einer Holzkiste. Und der war nicht so stark. Da habe ich vor 2 Wochen oder so voll verdeckelte Brutwaben rausgenommen und diesem Volk zugehängt. Wer meine Videos verfolgt, erinnert sich vielleicht noch, hier hatte ich eine Königin drin, die war von der Farbe. Richtig, hier ist Futter drin. Glänzt alles. Ja, die Bienen, die holen was.
Das wird bei denen überall genauso sein. Und auch bei den anderen Völkern da hinten brauche ich dann gar nicht nachgucken. Denn die leiden nicht und das fährt vor der Not. Ja, das war mal eine ganz schnelle Durchsicht bei mir. Ich hatte schon Angst die letzten Tage. Es wird so viel geschrieben. Auch ich bekomme ja immer die Mitteilungsblätter von der Labis oder von Celle. Und da schreiben sie überall, auf Futter achten sollte man. Und die Angst ist jetzt einmal weg bei mir. Und ich denke schon, wenn sie eintragen und dann noch eine Futterwabe haben von mir. Und das sind ja bei Futterwaben, wenn man im Volk, im normalen Deutsch-Normalmaß-Volk oder so 2 Kilo drin lässt. Bei mir waren das voll verdeckelte Waben, Deutsch-Normal 1,5. Das sind 3 Kilo als Reserve. Da kommen die mit aus, wenn da jetzt mal so eine Trachtlücke ist. Wie jetzt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war mal ein Kurzvideo von mir, ein kurzer Einblick in die Völker mit der Futterkontrolle, was ja schon im Honigraum zu sehen war. Futter ist vorhanden. Dann bis zum nächsten Mal.